Hallo zusammen, ich bin Dario. Ich mache die Lehre als Polymechaniker bei der Bruin & Diethelm AG in Wangen, Schweiz. Und heute zeigen wir euch einen kleinen Einblick in unser Berufsleben. Als ich in der dritten Oberstufe hier schnuppern bin, hat mich die grosse Lehrwerkstatt und die vielfältigen Aufgaben, die die Lehrlinge ausführen dürfen, sehr beeindruckt. Im Schnuppern darf man bereits mit einem Lehrling zusammen fräsen, drehen, körnern usw. Seit über 30 Jahren ist das Familienunternehmen Bruin & Diethelm AG in der Grossstück- und Langteilbearbeitung tätig. Es ist sehr cool, dass wir so grosse Maschinen haben. Wir können Karussell drehen bis zu einem Durchmesser von 2,5 Meter, lang drehen bis zu einer Länge von 6 Meter und Grossstück- und Langteilbearbeitung bis 10 Meter. Mit so grossen Maschinen befasst man sich aber erst nach der Lehre. Das Arbeitsklima unter den Lehrlingen und den Lehrmeistern ist sehr angenehm. Umso mehr Mühe man sich gibt, desto mehr Vertrauen kommt zurück. Mit insgesamt 12 Polymechaniker-Lehrlingen läuft auch immer etwas und wir hatten einen grossen Austausch untereinander. Das Faszinierende am Beruf finde ich, dass man fast jedes erdenkliche Werkstück herstellen kann. Am Anfang bekommt man ein Rohmaterial und beim Bearbeiten sieht man jeden kleinen Fortschritt, den man macht. Am Schluss hat man das fertige Produkt in der Hand und sieht, was man gemacht hat. Für die Lehre als Polymechaniker musst du sehr gut in Mathe und Geometrie sein. Du brauchst ein grosses Vorstellungsvermögen und musst technisch begabt und interessiert sein. Wenn du zusätzlich gerne handwerklich schaffst und Freude an Maschinen mitbringst, ist Polymechaniker genau das Richtige für dich. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick in die Lehre als Polymechaniker können zeigen. Wenn das so ist, besucht doch unsere Homepage und Instagram-Seite. Und wenn du Interesse hast, schick uns deine Bewerbung.